Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrerer Starbucks-Filialen in Buffalo, New York, versuchen eine Gewerkschaft zu gründen. Der Hauptgrund: Kampf um Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Sie nennen uns systemrelevante Arbeitskräfte und gleichzeitig zahlen sie mir einen Stundenlohn, nur knapp über dem Minimum. Viele meiner Kollegen können es sich nicht leisten, genug Essen zu kaufen, wenn die Miete fällig ist. In den USA ist jeder Angestellte vom Willen des Arbeitgebers abhängig. Das bedeutet, man kann jederzeit aus jedem beliebigen Grund entlassen werden, außer Diskriminierung. Ich mag dich einfach nicht. Du bist gefeuert. Es braucht nicht einmal einen Grund. Aber mit einer Gewerkschaft bekommen die Angestellten Verträge, die besagen, dass sie nur aus schwerwiegenden Gründen entlassen werden können. Und es gibt gesetzlichen Schutz. Das Unternehmen reagierte harsch auf die Initiative und versuchte zweimal, die Abstimmung über die Gründung der Gewerkschaft bei der Bundesbehörde für Arbeitsrecht zu unterbinden. Die Behörde hat im Sinne der Initiative entschieden. Das Management der Kaffeehauskette versucht auch, durch Filialbesuche und direkte Gespräche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Druck zu setzen. Auch der Mindeststundenlohn wird mit Sommer 2022 auf 15 US-Dollar erhöht. Die Organisatoren sind dennoch optimistisch, dass sie ihr Ziel erreichen. Ich denke, das wird jetzt weiter an Dynamik gewinnen. Und ich bin mir sicher, dass wir die erste Starbucks-Gewerkschaft in den USA haben werden. Die Briefwahl läuft derzeit schon. Die Auszählung der Stimmen erfolgt am 9. Dezember.